Game of Copy and Paste. Das wäre ein bisschen witzig. Okay. Oh, was hat das gemacht? So, wir sind neck. Ich glaub. Hey, welcome back zu einer neuen. Sieht das für dich so richtig aus? Ja. Hey, welcome back zu einem neuen Sander Smith Vlog. Wir sind hier im Swiss Bike Park. Wir haben den Luis da neben dran. Wir haben den Nalu hinter der Kamera. Ja. Wir haben vorher gerade die ganze Schweizer Slopestyle-Szene da gehabt. Okay, nicht die ganze, aber sicher gerade die beste. Und auch schon fast die ganze Schweizer Mountainbike-YouTube-Szene. Ja, stimmt. Der Huppi gehört jetzt also ja auch dazu. Also er hat erst einen Vlog gemacht, aber wir zählen jetzt auch mal dazu. Ja, ja. Fehlt nur noch der Eddy. Und sonst weiss ich nicht, wer sonst da noch dazu gehört. Wenn jemand sich auch noch dazu zählt, ja, let us know. Dann müssen wir uns gegenseitig pushen, das ist nämlich richtig nice, wie da der Support da dazwischen funktioniert. Und jetzt haben wir uns hier getroffen, für ein Game of Nachmachen. Wir wissen noch nicht genau, oder ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. So, Game of Nachmachen, was könnte man da auf Englisch sagen? Wir haben vorher ein paar gefragt, aber yeah. Game of Follow, Game of Copy. Copy and Paste. Game of Copy and Paste. Das wäre irgendwie noch witzig. Copy and Paste, das ist nicht schlecht. Alright. Copy and Paste Game. Yes. Auf jeden Fall, zum schnell die Spielregeln erklären. Wir fahren immer im Train, einer fährt voraus, einer fährt hinten an. Der Vorder macht Tricks. Nicht nur einer, es kann allein sein von Tricks. Und dahinter muss das direkt nachmachen. Und das ist so die Herausforderung von dem ganzen Spiel. Und das werden wir jetzt da auf dem Pumptrack spielen. Yes. Pumptrack. Wir sind schon den ganzen Tag da am Sessionen. Ich bin schon um 9:30 da gewesen. Jetzt haben wir mittlerweile 6:30. Holy shit. Die Sonne geht langsam runter, ja. Und jetzt nutzen wir noch die Chance. Und vor allem der Larry Pumptrack. Weil es war den ganzen Tag recht busy hier, um noch das Game zu spielen. Yeah, gonna be sick. Danke vielmals, Nalu, dass du Kameramann spielst. Weil wir haben das schon mal probiert mit dem Chesty und absolut Katastrophe gewesen. Und alles nochmal löschen müssen, weil man einfach nicht richtig erkennen hat können. Weil sie die ganze Zeit zu tief, zu hoch oder vorne nicht gesehen hat. Und ja. Darum machen wir jetzt das nochmal. Shoutout to Nalu. Yes. Jetzt müssen wir schnell Schere, Stein, Papier machen. Hä? Wer anfängt? Schnick, schnack, schnuck. Du machst Berndeutsch, ich mach Bündnerdeutsch. Aber also, das bin ich ein bisschen länger. Schere. Stein, Papa, Bin. Okay, ich fange an. Ah ja, wir machen es, glaube ich, ohne Punktesystem. Wir machen es einfach just for fun, just about having fun. Einfach sessionen. Muss nicht immer alles eine Challenge sein, gell? Oh ja. Auch wenn man mich vielleicht ein bisschen anders kennt. Ja, wir gehen in den Pumptrack. Let's go! So jetzt? Nein. Ich glaube, wir nutzen da gerade mal die erste Line. Einfach da über die grossen Tables, von da angefangen bis hinten. Ich weiss jetzt selber auch noch gerade nicht, was ich mache. Ich drehe mal den Lenker aus für any option. Und ich würde sagen, wir fangen an. Bars, Mann, nein! Du Sack! Yeah. Nein! Geil! Ich habe schon die ganze Zeit so struggle mit Flyout Bars. Ja. Macht euch einen Flyout Bar. Ja. Das gibt Rache. Es geht darum zum Pushen, das oder? Rache. Yes. Also, wir haben Novo K 360 und Bars bin Flyer. Ich habe so der Hi Mom gemacht. So. Hi Mom! Also, du bist dran. Ich bin dran. Okay, Nalu ist in Position. Luis ist ready. Ich habe keine Ahnung, was er machen will. Luis packt da sicher wieder die Tech Tricks aus. Nein! Alter! Crankflip! Oh Mann, 360! Ist deine Regular oder Opposite? Nein, Regular. Hast du auch gemacht? Nein, ich habe auch Regular gemacht. Aber das ist eine mini Kurve da. Und der Crankflip, Mann. Letztes Mal habe ich aus Versehen Crankflip zufälligerweise geschafft. Aber dort sind meine Cranks nicht so streng gegangen. Ich habe einfach gedacht, letztes Mal geschafft, gehen sie jetzt sicher auch. Aber damn. Da müsste ich auch hoch kicken. Ja, jetzt steht eigentlich 1-1. Ohne Punktesystem. BB. Aber geile Line, geile Line. Okay, okay. Let's go. Dropping in. Ich weiß, er fängt der erste Trick, aber. Nein, fuck, ich hab selber verkackt. Oh Mann, so Joey. Ich bin so nachlässig. Den habe ich komplett vergeben. Sorry, Mann, scheiß Line. Aber Chuck, habe ich so ein bisschen die Hand geöffnet. Ja, ich habe noch nicht viel mehr gemacht. Ja. Let's go.
Also nicht ready, aber ja. Okay, Luis voraus da. Keine Ahnung, was er macht. Ah, schon wieder die hohe Footplant. Mittlerweile kann ich die, weil er mich so viel zwingt. Jo, und er hat die aufgegeben. Und jetzt zur Bank. Ja, nein. Oh, Bar Spin, aber ich musste ein bisschen Abstand müssen. Aber du hast ihn auch nicht schön gecatcht, gell? Aber geile Line gsi, hey. Da, wo ich die Halfcap rauf. Ja, irgendetwas anderes. Ah, jetzt weiss ich, was ich machen will. Oh, mach ich dann auch. Alright. Okay, wir haben jetzt in die Jumpline gewechselt. Ist noch weird, wenn die Kamera so weit weg ist. Und ihr hört mich wahrscheinlich so gut. Wir sind jetzt in der Jumpline und ich bin dran. Let's go. No foot. T-Bock. Und. Wow. Ja, ich habe komplett verkackt. Ey. Aber. Schon ein Sketchy mit der Sonne. Gar nichts gesehen. Hier allein so Sketchy mit der Sonne. Na, so geht's wieder. Ja, ich habe eigentlich nur einen Trick gemacht. Und ein T-Bock. Ja, ein T-Bock. Also, ich bin einmal recht verklüppt. Ist es gegangen bei dir? Ja. Oh, geil. Ja, also, geil. Immer gleich, wenn du im Abschwung warst, bin ich gelandet. Und dann musste ich in der Landung schauen, was du machst. Ja. Und dann bin ich schon in der Luft. Geil. Reagieren, ja, perfekt war mit dem Abstand in dem Fall. Ja, nicht schlecht. Oh, jetzt bin ich nervös, was du machst. Let's go. Asphalt-Jumpline, jetzt da kannst du dir keinen Fehler erlauben. Jetzt Luis in front. Er hat davor ein paar nasty Sachen gemacht. Ich hoffe, er packt das nicht aus. So, Abstand einschätzen wird noch schwierig. One footer. Nochmal one footer. Oh, das hat er da gemacht, ich habe es nicht gesehen. Also einmal opposite one foot. T-Bock. One hand. Yeah. Yeah, geile Line. Juhu. Sick. Hast du Oppo gemacht immer? Ja. Ja, zuerst One Foot, dann Oppo One Foot. Ja, yeah. Der Oppo One Foot war so sketchy. Aber cool, ja. Es geht gar nicht so darum, um die heftigen Tricks zu machen. Das ist eine gute Kreation. Ja, ja, let's go. Droppen. Start things off with a neck-neck. X up. One hand. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Oh nein, Tuck! Oh, shit! Und der Tuck am Schluss sind wir echt so Rad bei Rad. Let's go! Aha! Whip! Kann ich gar nicht! One-Hander! Jetzt muss ich ein bisschen Zeit aufholen. Wow, was ist das? Shit, das habe ich zum ersten Mal gemacht. Yo. Yeah. Yo. Geil. Geil, geil, geil. Den habe ich noch nie gemacht auf dem Dirt. Oh, okay. Der One Foot, One Hand. Fühlt sich aber noch geil an. Und so reingedroppt bin ich auch noch nie. Okay, wir machen mal ein bisschen langsamer in die Jibline. Oh ja, also ich würde. Oh mein Gott! Das ist wichtig. Aber ein paar schon wieder nicht gemacht. Ja. Der Rest ist gegangen. Ja. Cool, Mann. Ja! Boah, es ist das sketchy, wenn man so nach ist. Ja. Ja, Jumps ist gerade noch mal etwas anderes, als einfach Pumptrack ein bisschen zu rollen. Oh ja. Also einen hätte ich noch. Alright. Ja, ich bin gespannt. Let's go. Ich habe so eine schiche Ahnung, was ich machen will. Oder doch nicht. Was war das? E.T. Hä? Was will er machen? What the fuck? Nein! Hang up! Oh shit! Yo! Mit dem Footplant habe ich nicht mehr gerechnet. Der plötzlich der Luis in meinem Roll-Up. Oh shit, ja, ich habe einen massive Hang-Up, aber ich bin vorher einmal zurückgerollt, einfach so aus Spaß. Und dann gesehen, dass die Absprünge schon noch steil sind. Du musst hoch rein snipen.
Holy shit. Ja, ich würde es noch mal zurück zum Pumptrack. Ich kann nur ahnen, was kommt. Nein. Ich habe eigentlich nicht an das gedacht, was du denkst. Aber das hat mir jetzt gerade Erinnerung gebracht und vielleicht gibt es doch das. Scheiße. Das sind übrigens so FPV-Dudes, die haben es richtig drauf. Die sind zum ersten Mal da so Velo-Sachen am Filmen. Also Mountainbike, aber die haben richtig crazy, risky Aufnahmen gemacht. Schicken sie uns, sehen wir wahrscheinlich auch in dem Video, oder? Also wir machen da, da in der. Wunderbar. Ja, komm jetzt, Louis. Mann. Nicht am Ende von nur ein Session. Ich habe es im letzten Video schon gesagt und ich werde es jetzt wieder sagen. Ich kann nicht gerne Flyout. Flip. Noch nicht. Luis wird schon lange Flyout-Flip machen. Darum probieren sie ein bisschen pushen. Wenn wir machen, wenn wir etwas machen, ja. Du sagst, wie viele Likes das Video soll bekommen. Und so viele Likes bekommen, mache ich einen Flyout-Flip. Ja, also 100 Likes. 100 Likes. Weißt du, wie viele Abonnenten das du hast? Das ja, aber ich kriege nicht so viele Likes auf den Videos. Was ist los mit euch? Ich habe so zwischen 40 und 60 Likes, glaube ich, an mich. Machen wir 150. Schon risky, ja. Machen wir 150. Ja. Wenn das Video 150 Likes bekommt, mache ich einen Flyout-Flip aus einem Pumptrack. Aus einem Pumptrack. Das klingt doch fair, oder? Also jetzt alle go liken, Mann. Das ist ja geil, ich habe das noch nie gebraucht. Mann, du bist so like-geil. Du bist like-geil, das war deine Idee. Ja, okay. Ja. Aber du bist nicht dran mit der nächsten Challenge. Nalo tut zu, bad kann man machen. Scrubbing over the gems. Okay, neue Line, Luis voraus. Da habe ich gerade ein bisschen wenig Abstand. T-Bock da. Oder besser gesagt, Seat-Grab. Ah, Tire-Grab. Oh. What the fuck? Oh, what? Mit Bunny-Hoppe. Ah. Was macht er jetzt? Meine Pedale sind richtig. Muss ich auch noch die Beine strecken? What? Hat er noch gehüpft? Oh, what the hell? Sicher nicht so schön gewesen bei mir. Sehr, sehr kreativ hier vom Luis. Ich bin da nicht so. Machen wir High Speed Line. Einfach mit Doublen. Wir gehen mal rüber und Anlauf holen. Also, dann fangen wir gerade an. Fangen wir an mit den zwei grossen Doubles. Ja. Oh, ein bisschen Hang-up. Ja. Oh. Ich bin glaube selten so hässlich Velo gefahren wie, wie heute in dem Game. Dran. Ja, echt eine lange Session heute. Sorry for that. Den Typen habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Das war ein neuer. Darum so super sketchy. Machen wir das gleiche wie du, so ein High-Speed-Line-Ender, aber mit Surfen. Okay, klingt noch easy. Das ist einfach das Surfen, wo du surfst. Let's go. So. Game of copy and paste. Manual edition. Going fast. Yo. Ja, jetzt nehmen wir auseinander. Feels crazy zu reden. Oh mein Gott. Ich mag nicht mehr. Hör mal auf. Oh shit. Gegen Schluss? Ja, nicht mehr gegen Schluss. Dafür habe ich so, in der Mitte habe ich viel mehr gesurft, als du gesurft hast. Aber am Schluss habe ich nicht mehr gecheckt, wo surfen will nicht. Wow. Und ich konnte nicht mehr reden können. Es gibt selten, dass der Sandro nicht mehr reden kann. Vor allem hoffe ich, dass der Ton gut ist. Wow. Boah, das ist ein Legburner. Muss jetzt mal. Wow. Die Stille von Oma hier, die ist so schön. Oh, ja.
Hey, es war jetzt den ganzen Tag so laut. Airbag gebläse, FPV-Drohne. Ja. Alle Kiddies. Und jetzt gerade die Ruhe. Bis der Traktor kommt. Der Traktor wiederkommt. Der hat heute schon den ganzen Nachmittag für Geschmackknospen-Explosion gesorgt. Mit seiner Gülle. Geschmacksknospen-Explosion. Ja, fuck, ich bin mega unkreativ. Ey. Wir haben den ganzen Tag schon ein bisschen studiert, was können wir machen. Und jetzt habe ich irgendwie alles vergessen. Ich will irgendwie noch einen 270 über den Nackel machen. Ah, fuck, jetzt habe ich dir verraten, was ich machen will. Ich bin durch, also, Mann. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wir machen eine 360-Line, um uns richtig crazy dizzy machen. Oh. Fuck, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ah, komm, let's go, wir machen einfach. Oh, oh, oh. Oh, oh, wo gehen wir? Wo gehen wir? Wo gehen wir? Ah! Ah! Ich habe es verlernt, ich kann nicht mehr. Oh, was mache ich für einen Scheiß? Oh Mann. Oh. Boah, willst du noch etwas machen? Ich glaube, wir sind am Ende. Okay. Ja, check, das denkt gut. Kommt sicher irgendetwas footplant und so ein Scheiß. Er ist hell ready, ich merke es aber. Was macht er? Aha. What the fuck? Oh ja, der ist auch noch nice. Oh, was hat er gemacht? Oh. Was hast du da aufgemacht? Ich habe es nicht mehr gesehen. 180, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Ja, aber der war noch witzig. So, ich musste in der Luft noch die Hand wechseln, weil Ninja Drop mache ich so und ich bin so raus. Okay, dann habe ich so gemacht. Dann, so. Oh, wärst du auch ein bisschen schneller kommt. Weißt du, so Checklisten zu. Ja. Und das ganz schnell. Das könnte man eben auch da drinnen machen, musst du mal schauen. Ah! Der geht er! Oh! Oh. Sicher nicht die schönste Ausführung, aber. Oh. Nein, das ist lustig. Geil. Ja, fuck, ich bin wirklich, glaub. Also, ich bin auch dann, von dem her. Ja, it's a wrap. It's a wrap. Und wir machen da ein Ende an dem Video. By the way, schauen wir mal das nice Velo. Und jetzt einmal mit Decals. Wenn das Video 300 Likes kriegt, dann gibt es ein Bike-Porn von dem. Nein, nein, Spaß beiseite. Kommt noch ein Bike-Porn-Video und auch Bike-Check. Und First Ride, wait. Das ist jetzt gerade First Ride. First Ride. Fuck! Was machen wir jetzt? Also, wenn du egal. Den First Ride noch nicht gesehen, dann ist das der First Ride. Yes, auf jeden Fall. Geil, sind wir wieder bitte dabei. Einfach mal so eine Session zwischen Luis und mir. Nice, lustig war, ja. Danke vielmals, Nalu, fürs Filmen. Und eben, nicht vergessen, 150 Likes, dann macht der Luis einen Flyout-Backflip. Auf jeden Fall, wäre geil. Du magst so Challenges, hä? So, ich finde das auch noch geil, wenn sie auf YouTube so ein bisschen begleitet über mehrere Videos. So, das fühle ich schon. Von dem her, jetzt auch nicht mehr lange um den heißen Brei rundherum reden. Das war's. Danke vielmals fürs Schauen. Abonnieren, Glocken aktivieren. Peace out und bis zum nächsten Mal.